Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Floris Mod von Mountain Blade Warband. So, ich habe da hinten was gesehen und das ist die Nords hier. Ja, es ist ein abtrünniger Generalfürst von diesem Almerad gewesen. Und ja, ist nicht so gut. Hey? Also, wir müssen jetzt zu dieser Burg gehen. Mal schauen, welches näher ist. Okay, nach links. Gut. Ja, mir macht der Mod momentan richtig viel Spaß. Die Zuschauer sind noch nicht so gut mit dem Mod, kann ich verstehen. Ich werde das Projekt trotzdem weitermachen. Ich werde... ja, ich werde sicher bald mal ein bisschen woanders hingehen und dann ein Dorf oder etwas so etwas verlangen bekommen. Das ist eine Burg, okay. Graf Meltor ist hier. Damit wir einfach etwas zum Verteidigen haben, etwas zu beschützen. Und ja. Okay, Veja, sie haben es aufgegeben. Da ist er, da ist er. Timisians. Ja. Da ist er. Gut, der kommt nämlich gleich hier lang. Wo sind eigentlich die Rebellen? Also die Banditen? Kann sein, dass die Dinge recht gut angreifen. Die Generäle und so. Dass sie einfach jetzt momentan keine Chance haben. Okay, jetzt magst du mich plötzlich. Eins, okay. Ach, lass mich ja mal sehen, Volan, ihr habt gut getan. Monika Basler mir diese Bosatür überbringen. Nehmt mein Siegel als Zeichen, den ich sie erhalten habe, und seid euch meines Dankes gewiss. Yay! So, ich möchte gerne ein bisschen Freiwillige rekrutieren. So. Und jetzt gehen wir doch mal. Zuerst mal in dieses Dorf. Ich möchte auch noch ein bisschen Sarantiten. Okay, zuerst noch einmal. Wir müssen noch etwas kaufen. Mal schauen, ob es in Halma überhaupt Bögen hat. Ein Kopfgeldjäger, okay. Wir könnten auch mal Kopfgeldjäger spielen, wieso nicht? Ja. Mal die Schenke. Okay. Lösegeldvermittler, wir haben nichts. Okay. Der Manit ist hier. Hallo, wärt ihr wohl so nett, einen Becher mit mir zu trinken? Ich habe nur noch 5 Dinar und trinke ihn nicht gerne alleine. Es ist eine tragische Geschichte, meine Dame. Vor einer Weile verließ ich Goroya mit einem Warenkarawane. Ich hoffte, alles mit in Sargov für eine hübsche Sümmchen zu verkaufen. Aber wie es der Teufel wollte, wurden wir von einem Trupp kargitischen Banditen befallen, die sich mit fast allen Pferden und Waren davon machten. Und den Rest meines Besitzes stahlen meine eigenen Karawanwachen 2 Tage später. Nun bin ich hier ohne Geld und kann nicht zurück nach Hause. Nun, vielleicht könnte ich euch Arbeit anbieten. Könnt ihr kämpfen? Nun, ich muss zugeben, dass ich kein Krieger vom Beruf bin. Ich lerne schnell, ich kann reiten und weiß so einiges über Handel, Preis und so weiter. Das reicht, wir nehmen dich. Gut, gebt mir einen Augenblick, um mich vorzubereiten, dann bin ich bereit zum Aufbruch. Sehr schön, jetzt haben wir einen Händler. Kammerzoffe, wollen wir die nehmen? Nein, zu teuer. Das nehmen wir nicht. Wir haben zwar genug Geld, aber vielleicht ein bisschen unterleveliger oder so. So, dafür nehmen wir einen Bogen, aber nicht so einen starken Bogen. Gebogen. -3 Schaden, Hey, was ist eigentlich? Es gibt super Bögen und es gibt nicht gute Bögen. -5 Schaden. Da nehmen wir schon den. Wir wollen das beste Schwert wieder zurückkaufen. Und das beste Schwert. So. 134 Dinare.
Ja, wir nehmen den. Hauptsache, wir haben einen Bogen. Und jetzt können wir hier die Armbrust noch verkaufen. So. Pfeile. Panzerbrechende. Plus 13 Maximum Munition. Den nehmen wir. So. Gut. Dankeschön. Jetzt noch Waren. Habt ihr schönes Brot? Ihr habt sehr schönes Brot, aber leider. So. Nicht genug. So, die Burg. Habt ihr irgendwas? Der Bastard. Nein, lieber nicht. Wir müssen zum Reich der Wäge gehen. Oder müssen wir überhaupt? Naja, ich will jetzt unbedingt jemandem ein bisschen helfen. Und zwar ist es einer in dieser Stadt, wo wir angefangen haben. Wie heißt die Stadt schon wieder? Die hat so einen komplizierten Namen. Jelkala. So, einfach ein bisschen die Beliebtheit des Königs, ja nicht, ja okay, des Königs vielleicht und eines anderen, der in der Nähe ist, hochstellen, damit wir ein Gehöft, ein Dorf einnehmen können. Auch Dorf haben. So. Machen wir einen zweiten Spielstand. So. Sungetsche. Da ist der Urubai. Wollen wir ein paar Banditen jagen? Das könnten wir mal machen. Eine Karawane, okay. Ich finde irgendwie die Grafik jetzt richtig gut. Aber ein paar Sachen stören mich. Zum Beispiel, was ist das da? Was ist das? Und wieso hat es hier so komische Brücken? Manche Sachen sind schön, manche nicht. Zum Beispiel Suna ist recht schön. Praven auch. Diese Burg passt jetzt nicht ganz so gut. Aber was geil ist, wir gehen jetzt mal nach Jalen, dann zeige ich, was noch geil ist. Oder okay, ich kann es kurz erzählen, wir können da sowieso nichts machen. In Jalen kann man Boote, also Schiffe mieten und kann man dann die Dingsägen bereisen. Das Wassergewässer, das Trimux, Kopfgeldjäger. Okay, Ismirala ist jetzt in Nordmänder. Ich möchte gerne ein paar Banditen finden, aber reden wir mal mit dem Fürsten, wenn er da ist. Oder du, Mädchen? Ah nein, das ist der Fürst. So. Habt ihr Aufgaben? Nö. Okay. Dann gehen wir mal nach Veluca. Dort gibt es einen, der schon ein bisschen Beliebtheit hat. Vielleicht kann ich dann denke ich, wir nämlich ein Dorf haben, wo in der Nähe von Banditen ist und nicht im Krieg ist. Vielleicht in Valuka. Und das bisschen verteidigen kann dann auch. So, zuerst in die Schenke. Wir müssen nämlich Schwarze widmen. 3.100. Okay. Der sieht geil aus mit der Lanze, mit der Hellebarde. So, mehr haben wir hier nicht. Marktplatz, Waffenhändler. Es ist ein bisschen blöd, dass die nur Armbrüste haben. Vielleicht werde ich wirklich den Weg hier anschließen. Oder ja, den Ort nicht. Eigentlich wäre es am Geisten, den wie heißt denn jetzt schon wieder Kergit? Nein. Ja, weiß ich jetzt gar nicht. Ja.
anzuschließen. Kurinas. Ein Auftrag. Schon wieder. Ja, ich werde es machen. Gut. Wir können jetzt momentan sowieso nicht so viel Krieg machen. Die Bevölkerung ist gleichgültig. Ja. Wo, hat er gesagt. Samara. Wir gehen aber nicht durch die Wüste. Irgendwo muss es doch hier Banditen geben. Ich will wieder mal einen Krieg machen. So, und zwar möchte ich jetzt noch kurz zum Trupp den hier auch hochstufen. So, du bist einer, der ausbildet, erste Hilfe hat. Und sonst Krieg. So, dann machst du mal eins auf Eisenschwarte. Und hier, was hast du für eine Waffe? Ein Schwert. Okay. So. Ausrüstung. Das wollte ich eigentlich nicht. Ich habe alle Sachen bekommen. Boah. Ich habe alles, nicht alles bekommen. Ah, das ist, weil wir ja ihm die Sachen gegeben haben. Ja, genau. So. Ja, das können wir so lassen. 4. Was ist das? Minus 2 auf Beinschutz. Den hier. 7 Beinschutz plus 9. Okay, dann können wir gleich wieder zurückgehen. Und zuerst möchte ich den anderen noch ausrüsten. So, du gehst hier nach oben. Wie kann man dich nach oben ziehen? Da. Der Manit. Die Ausrüstung plus 8. Also da mache ich mal. Was ist das für eine Keule? Kannst du 2 Schwerter tragen? Bekommst du 2 Schwerter. So. 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 Du kannst das nicht tragen. Das auch nicht. Ja, da muss man zuerst mal ein bisschen leveln. So. Also, ich verkaufe die Sachen halt wieder. Ja, Nahrung, Nahrung, Nahrung. Ich weiß nicht, wie man die auffüllt, aber man hat so eine Nebennahrungstasche noch, wo man die Items reintun kann. Nicht in die Schenke. Marktplatz, Rüstungshändler. Den Stock verkaufen. Oh Gottchen. Wow, sehr viel Geld. Jetzt hast du so viel Schrott mitbekommen. So, wir gehen jetzt hier ein bisschen durch. Ja, nicht durch den Wald. Ich will einfach irgendwo hin, wo es Banditen gibt, aber es gibt irgendwie gar keine Banditen. Wer kann befördert werden? Okay. Der eine. Oh, wir haben auch noch Level. Sehr schön. Ein Intelligenz. Wendigkeit. Stärke. Okay, Einwendigkeit. So. Ich möchte gerne Waffenmeister nach oben machen. Dann hier das Gefangenenhandhabung, Vorratshaltung und Baumeister. Trade. Bauding muss ich noch nicht haben. Und jetzt Stangenwaffen, unbedingt.
Auch wenn man die Punkte nicht braucht. Ja, nein, dann lieber Bogenschießen. So. Wir müssen unbedingt viel stärker werden. So. Wir müssen also jetzt dort hinten. So. Ja, will ich ja nicht. Ich will nicht am Turnier teilnehmen. Das Turnier ist sehr unfair. Erstens mal, man muss jetzt aussuchen, was man nimmt. Wenn man jetzt zum Beispiel nur Schwert und Schild nimmt und kein Pferd hat, hat man so gut wie verloren. Oder man tut sich ja taktisch positionieren und dort Zahn zuschlagen. Aber das Problem ist dann auch, wir haben nicht gute Schilder, wir haben nicht gute Schwerter. Die Gegner haben sehr gute Schilder und sehr gute Schwerter. Und wenn man dann am Ende des Turniers ist und eigentlich der Gewinn so gut wie sicher habt, steht dann, das Turnier ist zu Ende, der Beste war dieser, dieser und dann dieser und da dieses und ich bekomme kein Ding. Dabei war ich ja der Beste, ich habe alle gekillt, also bitte. Ich müsste die irgendwie tausendmal schneller killen oder was? Sehr unfair gemacht und sehr schlecht. Aber wir werden sicher dann bald teilnehmen, aber wenn wir so schlecht sind momentan noch, nehmen wir nicht teil. Weil es ist schon ein Ding, also eine der Fürsten macht mir das halbe Leben Schaden. Und ich mache eben vielleicht ein bisschen, ich muss die ganze Zeit ihn zuschlagen. Die Generäle und Ritter und alles Mögliche sind viel zu stark noch im Vergleich zu anderem. Da muss man noch etwas machen. Da müssen wir noch stärker werden. So. Aber immer hat ein Reich gegen ein anderes Krieg. Oh. Wollen wir? Ja, wir schaffen es sowieso nicht. Also. Probieren's. So, endlich ein Bogen. So, Angriff, komm. Wir gehen hier hoch und machen mir nach. So, irgendwo hier sind sie. Da hinten sind sie. Kommt einer mir nach. Nicht schießen, nicht schießen. Mir nach. Komm. Getroffen, cool. Ist es jetzt so schlecht? Wieso sehe ich nichts mehr, weil er hinter mir ist? Angriff. Ja, danke. Ah, ich habe den 11 und 21 Schaden Angriff. Versperrt mir nicht immer den Weg. Kann ich kämpfen so? Was hat der für eine Waffe? Jetzt. Der Kampf ist richtig scheiße. Hilft mir mal. Ist unfair.
Keine Chance gehabt. Wieso greifen die mich an? Wieso überhaupt? Komm, wir schaffen das. Ja, super. Es ist einfach nur noch blöd, das Kampfsystem. Wie kann man denn so schnell blocken? Das ist unmöglich. Shit. Ja, sicher. »29 von mir aus weg. Schwarz Naginato gesprungen. Wir bekommen nur schlechten Loot. Weshalb?« Ja, toll. Das bringt nichts, ey. Trost war Jägerinnen, okay. Noch eine Jägerin. So. Roto-Klanziere haben Gefangene. Gut, mir geht es momentan. Okay, ein Level up, also hier. Haben wir noch nicht alle Dinge, okay. So, die anderen sind verwundet. Jetzt schaue ich ein bisschen besser. Wüstenbanditen. Gehen wir mal nach Nara. Nein, wir nehmen noch ein paar Rodox mit. Die sind nämlich recht gut. Vorräte? Fell. Nö. Da ist Holger. Wo müssen wir jetzt hin? Okay, wir sind schon ein bisschen zu weit. Wir gehen jetzt direkt nach Samara. So. Können wir hier oben durch? Nein, oder? Wir gehen dort durch. Okay. Das war ein bisschen unfair. Ich hatte keine Chance. Ich konnte ja nur noch blocken. Die können ganz schnell wechseln. Die können ganz schnell angreifen. Das ist einfach nur unfair. Matzink. Gehen wir mal dort rein. So. Mitternacht. Wir schauen mal, wie es den Königreichen geht. Die haben relativ wenig. Die haben ein bisschen Truppen verloren, aber hier glaube ich... Nein, das ist schon immer ihnen. Eigentlich geht es jedem gleich gut, bis auf Konrad Kergit. Und uns hat es noch nicht gut betroffen. Unser momentanes Reich. Aber wir haben ja noch nicht ihnen ange... Also wir haben mit ihnen noch nichts vereinbart oder so. Man könnte auch als Einheit bei einem der Ding dienen, aber das ist extrem langweilig. Da könnt ihr eigentlich fast nichts machen. Vor allem greifen die auch fast nie an. Nein, das ist der andere. Ich brauche Scheik Kurias. Kurias. Okay, ne, jemand anderes. Oh, einer von Rodok.
Wüstenbanditen, 24 Stack. Boah. So. Belia Corinas. Mein Name lautet Monika Basch, ich stehe zu Diensten, werter Herr. Ja, Friede sei mit euch und denkt immer dran, eure Tapferkeit mit Gnade und eurem Mut mit Ehre zu zügeln. Ich bringe eine Botschaft von Barone Kurnias. Ach, lasst mich mal sehen. Wohlan, ihr habt Gutes getan, Monika Bas, mir diese Botschaft zu überbringen. Nehmt mein Siegel als Zeichen, dass ich sie erhalten habe und seid euch meines Dankes gewiss. Okay, und jetzt muss ich wieder heimlaufen. Wir könnten ein paar Nords holen. Nein, bitte nicht schneller sein! Nicht schneller sein! Nicht schneller sein! Nein! Nein, nein, nein! Die anderen machen gar nichts! Ich mach den Kampf. So, jetzt werde ich aber nur mit dem Bogen schießen. So, Angriff ab. Ja, genau. Okay, dann wetten wir halt nochmals laden. Das ist so unfair. Wieso sind die Briten? Wieso sind die so stark? Ich habe überhaupt keine Kontrolle über mein Schwert, Mann. Kamel, ich will ein Kamel, ich will ein Kamel. Easy Mode, Easy Mode. Gib mir mal ein bisschen Easy Mode. Nein, wir haben nicht verloren. Nein, wir haben nicht verloren. Nein. So kann man nicht laden. So. Okay, da sind wir noch. Machen wir halt keinen Auftrag für den. Ach Gottchen. Ist wieder mal richtig gut gelaufen. So, wir greifen noch ein paar Banditen an. Frieden, okay, super. Schön. Das war vorher nicht. Das ist gut, dass wir nochmals neu angefangen, also neu geladen haben. Also es ist wirklich ein Hardcore-Mod, das sehe ich jetzt schon. Aber eben, wir sind auch noch ganz am Anfang. Wenn wir das geschafft haben, dann geht es schon ein bisschen besser. Gut, also. Ja, sieh, hier ist ein Kopfgeldjäger, überall. Wie im Sarantischen Sultanat, dort gibt es extrem schnelle Banditen mit 21... Und wie viel waren es noch mehr Einheiten? Boah. Wir gehen mal hier nach oben. Da gibt es sicher irgendwo ein Banditenlager. Dann wird dieses Bad halt ein bisschen länger. Aber dafür haben wir auch dann etwas Positives noch im Part. Vielleicht mal die zwei Dinge dann noch wegmachen. Gefangenen, sorry für den Rübs. Reisin, sie wollen doch irgendwas. Jelikala ist nicht weit. So. Jelikala ist dort oben. Also machen wir das noch kurz und dann später im zweiten Part gehen wir dort unten. Da unten Ding. Wie heißt er? Gravet. Gravet. Gravettchen. Krawatte.
So, machen wir ein bisschen weniger Ding. Bisschen weniger Krieg. Und wo ist Kurav? Da oben. Oh je. Es geht nicht so gut mit dem Ding. Vergir. So. Burg. Bist du hier irgendwo? Gravett. Lass ich das da. False war. Da ist er ja. Rotschaft. Ach, lasst mich mal sehen. Wo lang? Ihr habt gut getan, Monika Basler, mir diese Botschaft zu überbringen. Nehmt mir mein Siegel als Zeichen, dass ich sie enthalten habe und grüßt der Baron Reichsinn über mich, wenn ihr ihn seht. Ich muss einen Brief... Ja. Das nehmen wir nicht an. Du hast irgendwas? Okay, der hat die gleiche Quest. Nun gut. Panzerstecher. Flutzeinsgeschwind. Oh, ich nehme irgendwie eine Waffe, die extrem schnell ist. Am besten eine Zweihandwaffe. Und dann... Ah, oh, gut. So, und hier haben wir einen Auftrag. Okay, dann machen wir das nächste Mal diese Quest. Dankeschön fürs Zuschauen. Tschüss, Leute.